Flugzeuge. Ja, voll. Flugzeuge sind auch schön. Ah, ich find's schön, es macht irgendwie einen tollen Eindruck. Auch den Bahnhof da hinten, das sieht schön aus. Du weißt, wie die Stadt in 100 Jahren aussieht. Und ja. Dann stehen da die ganzen Wolkenkratzer und wir sind total enttäuscht. Ja. Da liegt sehr mit dir, ne? 110 Einwohner mittlerweile. Wie viel? 110. Wie, mehr Einwohner sind die in der Stadt nicht? 110, ja. Was? So wenig? Ja. Boah, auf. Wir haben 57 gehabt, wo wir sie nachdem wir sie abgerissen haben. Es braucht seine Zeit. Das heißt, die bauen schon wieder. Naja, also wir haben schon Zuwachs. So ist es nicht. Ja, und dann vor allen Dingen in der Zeit, wo Automobile da sind, so und so immer schwieriger. Es sind sehr wenig Automobile hier. Die Leute müssen ja auch erstmal erkennen, was sie da überhaupt für eine tolle Stadt haben. Ja, die hat sich hier schon schön entwickelt, wenn man es noch genau betrachtet. Auch hier. Ja. Ich sehe da noch so ein paar Stellen, wo früher mal Häuser standen. Und der Seitenbahn durchfährt. Ja, ich finde das gut, dass du auch diese Flecken alle gelassen hast und nicht gelöscht hast, diese Terrains. Das wird sowieso nachher alles zugebaut, das bringt ja sowieso nichts. Das ist sehr auch so, es ist natürlich, es war schon immer so in allen Städten. Es ist immer nur dann, was sauber gemacht wird, wenn dann das gerade zusätzlich neu gestaltet wird, komplett als Parkanlage oder so. Das haben wir nicht. Du kannst ja ein paar Bäume pflanzen, so lange, dann sieht das nicht so schlimm aus. Pflanze mal ein paar Bäume. Nee, einfach Bäume drüber. Ist doch schön, wenn man sieht, was es da alles vorher gab. Natürlich, das machst du jetzt extra, weil ich das nicht habe. Ja, danke. Bitte. Gerne doch. Hey, was ist denn das für ein See? Ah, was war das denn für ein schöner Turm da? Den möchte ich haben. Oh, der schöne Turm. Hast du den gesehen, den schönen Turm? War das ein Asset oder war das ein Depot, eine Haltestelle? Einen schönen alten Stadtturm denk, oder Wasserturm? Ich denke, da muss noch ein durch. Hier setzen wir ein paar von den Zaguns-LKWs. Oh, auf der Wasserfläche von dem. Nein, das war bloß geho- ja, na, genau. Hier. So ein irgendwo hin. Ja, er wird den da oben irgendwo Richtung Hauptbahnhof, dass man den immer öfter sieht. Ist das ein Stellwerk? Nein. Was ist denn das? Ein Wasserturm oder? Ja, irgendwie ein Stellwerk. Ja, will ich mal da so hinstellen, so als Museumsding. Oder man oder einfach ein Stück Gleis irgendwo hinziehen in der Stadt, ein ganz kleines und den da draufsetzen. Dann ein paar Bäumchen vor, dass man das Gleis nicht mehr sieht. Weil er sieht auch schön aus als alter Stadtturm oder so. Eine Altstadt müsste man bauen können. Ihr müsst doch nur ein kleines Stück Gleis irgendwo in der Mitte der Stadt, einfach nur ein ganz kleines Fitzelstück dahin und den da draufsetzen. So wie man das früher in Train Fever machen musste, wo man noch keine Assets setzen konnte. Er ist vielleicht zu klein, ich weiß es nicht, aber. Ja, passt doch. Sehr schön. Ja. Okay. Vielleicht noch einen zweiten dagegen. Was? Kann man abreißen? Aber hätte ich ja nicht gedacht. Was ein Witz. Ich werde mich noch vorübergehend verabschieden, weil ich muss mir ein bisschen was zu essen machen. Ja, ich Hunger. Ich schaue später gerne noch mal rein. Alles klar. Später. Hunger. Tschüss. Danke. Mach doch einen künstlichen Stau da rein. Entschuldigung, ich habe wieder Ideen. Vielleicht vor dem MWT vielleicht irgendwie ein Bäumchen pflanzen. So eine Tanne oder was, damit man das Schild nicht sieht. Oh. Ah, ich hab's vergessen. Ah, ich hab's vergessen. Fuck. Ah.
Abgestürzt. Ja, ich habe vergessen, das ist das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, die Parameterwechsel. Aber JB hat es ja schon korrigiert. Ja. Aber war ja nur ein Testlauf. Du hattest ja vorher abgespeichert, ne? Ja. Siehst du? Aber der Turm schaut dort gut Eine aus. neue, ein Links und rechts der Brücke. Transportführer Und. wird aktualisiert. Hey? Aber ich würde auf jeden Fall das Gleichstück da von diesem Ding da nicht abreißen. Ja, ich würde da lieber einen Baum drüber pflanzen, nicht, dass das hinterher auch irgendwann mal zu Spielabstürzen führt. Wäre da vorsichtig. Schließlich war das Gleis eine Grundvorausbedingung, also eine Grundbedingung dafür, dass wir überhaupt dieses Objekt setzen konnten. Und deshalb würde ich das auf keinen Fall abreißen, das Gleis. Das hat mit dem nichts zu tun gehabt, gell? Ja, hat jetzt damit vielleicht nichts zu tun, aber vielleicht später, in 50 Jahren oder so. Ach, nein. Ja, das Likaun. Das ist genau das, was ich schon gesagt habe mit den Parameterwechseln. Wenn du die Parameter, also so, das ist die Probleme habe ich. JB hat das anscheinend schon gelöst. Wenn ich de 7 Parameter in ein und derselbe Mod habe. Und auf der anderen habe ich 6 Parameter, habe aber das siebte ausgewählt und wechsle auf das andere Asset, dann stürzt das Spiel ab. Das Flugzeug auf dem Ladebildschirm, das ist die Heaven Comet, kann das sein? Ja. Nein, das ist schon ein Screenshot aus Train Transportfever. Ja, das ist die Comet. Nein, das ist ein Screenshot aus dem Transportfever. Von einem Modell der Comet. Meine Fresse. Die gibt es doch da. Das ist doch bloß ein. Ach, das kann auch ein Boeing 747 sein. Nee, das ist Nein. ein Nein, Moment. ganz sicher nicht. Da achte die Triebwerke. Triebwerke mal auf dem Flügel. Das ist doch scheißegal, das ist schon Flugzeug. Könnte auch ein Zeppelin sein. Es fliegt in die Luft. Genau, Heißluftballon. Oh, das fehlt noch. So, Also. Heißluftballon, Transportflieger. Wird ein Segelflugzeug werden. Trotzdem wäre es ein Riesending. Ja. Aber ich finde schon gut, wenn du da in der Stadt ein paar Bäumchen mal pflanzen würdest auch. Nein, das werde ich definitiv nicht machen, weil die Bäume Existenz bleiben, da ich die Kollisionsbäume dran habe. Kollisionsfreie Bäume, die werden nicht abgerissen werden. Hä? Ich Das heißt, habe. dass mit den Baumwäldchen Haut entstehen kann. Ach so, du hast die normalen Bäume nicht mehr, weil Transportfieber, meine ich, baut ja trotzdem seine Häuser da rein, oder nicht? Ja, aber die werden nicht mehr abgerissen. Die Bäume werden Oder? nicht mehr Ach so. weggemacht, die bleiben dann Bestand in diesem. Nee, das geht da nicht, da hast du recht. Ich habe doch die Kollisionsbäume drin. Kollisionsfreie Bäume. Und da muss ich, an der Mod muss ich auch noch ein bisschen arbeiten. Mega geil, die Kamera. Aber ich habe mir was Neues entdeckt. Wusste ich gar nicht, dass ich das habe. Aha, genau. Ja, klar. Da baut die künstliche Intelligenz rein. Ja, bestimmt auch. Ja, ob sich das dann lohnt zu setzen, ist eine andere Frage. Kann man nicht machen.
Oh, ein paar Schallschutzwände kannst du ansetzen. Ja, aber die gefallen mir nicht. Wenn dann die... Also normalerweise müssen da die einfachen in Beton hin. Für diese Stadt, Zukunftsstadt. Ja, die, die im Spiel sind. Die Vanilla-Version. Ja, bin ich das schon drin. Was doch zur Brücke. Also alles würde ich nicht so einzwingen. Das reicht schon eigentlich. Man muss ja auch ein bisschen freie Sicht haben. So, jetzt noch meine Mod. Die möchte ich natürlich. So viele Das passt doch, oder? Jo. So in der Stadt. Wenn du noch eins von diesen hochmodernen Stellwerken hast, das würde da auch noch irgendwo hinpassen. Einfach nur so als Zukunftsgebäude. Ne? Muss ja nicht unbedingt die Funktion als Stellwerk dann haben. Du weißt nicht, dieses Frankfurter Stellwerk oder was es da gibt, da gibt es so eins zum schönen Glasbau. War dieses Reiterstellwerk, oder? Hat er vielleicht noch nicht drin. Vielleicht gibt es das ja noch gar nicht. Nein, ich sehe nichts anderes. Das ist auch nicht schlecht. Aber Darmstadt. Der Verkehr findet in Darmstadt. Oh. Aber man sieht ja Stück für Stück immer mehr Häuser. Hex und Gedeih. Der ist als Kollisionsgebäude oder nicht? Nee. Nö. Keine Kollision. Ich glaube, Assets macht man allgemein nicht mehr zur Kollision. Das sind aber jetzt Signale, ne, oder? Nein, das sind Lichter. Was? Beleuchtung. Beleuchtung? Ach nein, ich meinte die Stellwerke, die sind doch. Nein, das ist alles Asset. So. In der KI macht vom. Mehr habe ich leider nicht. Ach, weißt du, wenn ich da schon die ganze Menge sehe, die jetzt schon als Mods gibt und so, habe ich schon gar keine Lust überhaupt irgendwas zu machen. Oh, mir fehlt der Industriepark definitiv. Oh, auch dein Baupark. Auch den unbedingt. Das ist unser, nicht meiner. Auch unseren Baupark in Aurich. Ja, geduldet euch ein bisschen, der Baupark, da arbeite ich, sobald der Fuhrpark und das Baumkollisionsgeschichte fertig ist, dann baue ich da den. Das ist schön. Ui, da warten schon ein paar Leutchen. Ja. Central Station. Es läuft. Ich hatte noch die Idee reingebracht, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, und zwar ein paar Mannequins zu modden, kleine Menschen. Man irgendwo hinstellen kann, wenn man zum Beispiel einen Güter